Herzlich willkommen bei diesem kurzen Aufnahme. Ich habe eine wichtige Information für Sie. Jede Woche kommen die vedischen Wochenhoroskopen. Und das ist eine andere Berechnung. Die indischen Astrologen und ich auch, wir berechnen die Horoskopen anders, weil wir berücksichtigen die Präzession. Es ist eine andere Berechnung, natürlich ist auch ein anderes Ergebnis. Sonne, Mond und die Planeten platzieren anderes, als wir von westlichen Astrologie das kennen. Und wenn ich diese Wochenhoroskopen veröffentliche und es geht nach dieser Berechnung, dann stimmt das nicht überein an die Horoskopen von westlichen Astrologie. Also mal ein Beispiel, wenn jemand in Tierkreiszeichen Zwillinge geboren ist nach westlichen Astrologie, kann bedeuten, dass nach indischen Astrologie gar nicht die Zwillinge sind, sondern gehören zum Tierkreiszeichen Stier. Oder wenn jemand im Tierkreiszeichen Jungfrau geboren ist, weil so wird es berechnet in westlichen Astrologie, dann kann das bedeuten, dass in indischen Astrologie das gar nicht Jungfrau ist, sondern gehört zum Tierkreiszeichen Löwe. Und das ist schon eine wichtige Information, weil dann stimmt das alles nicht. Also es wäre wichtig, Gedanken machen, wo ist Sonne oder Mond, die Geburtshoroskop nach indischen auch berechnen. Weil dann haben sie einen Bezug auf diese Wochenhoroskopen und dann stimmt auch die Aussage. Ich würde das jedem Fall empfehlen und ich biete das auch an, dass ich die Horoskopen umrechne auf den indischen und das können Sie auch nutzen als Blitzberatung. Das heißt, schreiben Sie bitte mir ein E-Mail und teilen Sie mit Ihrem Geburtsdatum, wenn möglich ist, mit Uhrzeit und ich schreibe dann sofort zurück und berechne das nach indischen Astrologie, welche Aszendent, Sonne, Mond und wo sind die Planeten, dann ist es korrekt und übereinstimmt auf diesem Wochenhoroskopen. Mein Honorar beträgt 10 Euro als Blitzberatung. Wenn ich schon die Möglichkeit habe, möchte ich auch bedanken für Ihre Treue und für die Abonnenten. Und ich bedanke mich für diese Aufmerksamkeit. Bis nächstes Mal. Dendera Susanna Medici.